wohlschmeckendes Sandwich verspricht dieses Gerät für 29,90 Euro. Gefüllter Toast und das ohne Aufwand. Die Zubereitung ist laut Hersteller ganz einfach. Belegen und auf den Herd legen. Die Zeitangabe ein paar Minuten auf jeder Seite. Das Gerät soll auf allen Herden und sogar über dem Lagerfeuer funktionieren. Wir probieren es aus. Toast rein, belegen und schließen. Oh, boah, da muss einiges weg. Bei der Größe von Gerät und Brot hat sich der Hersteller wohl geirrt. Fast der halbe Toast samt Inhalt muss so kalt gegessen werden. Den gefüllten Sandwichmaker muss man nur wenden. Oh, der ist heiß. Trotz der Plastikriffe droht Verbrennungsgefahr. Und das nicht nur an den Händen. Nach 5 Minuten qualmt es ordentlich. Ich bin ja aber gespannt, wie der innen ausschaut. Wir haben die Zeitangabe genau befolgt. Einige Minuten von jeder Seite. Statt Sandwich also eher Brikett. Und innen? Von innen sieht er ganz gut aus, oder? Mhm, da wäre er richtig gut durch. Deshalb machen Franziska und Monika einen zweiten Versuch. So, der war jetzt auch 5 Minuten drauf, aber nur bei halber Leistung. Und das darf jetzt sagen, dass wir mal nachschauen. Genau, nicht, dass er uns verkohlt wieder. Jetzt ist alles glatt gegangen. Und der Geschmack? Der ist richtig lecker. Ja, und vor allem groß und total gut.